Tesla baut in China ein großes Werk und das liegt auch nahe. China ist für Elektroautos der wichtigste Markt der Welt. Aber China hat auch ganz eigene Elektroautobauer, BYD zum Beispiel, großer Konzern, und auch ganz neue Unternehmen in dem Sektor, sozusagen, wenn man so will, chinesische Teslas. Und zwei davon, in die man auch investieren kann, stellen wir heute vor, schauen wir uns heute an, und damit herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. Am Montag hatten wir hier Geely und BYD und heute kommen dann gleich zwei chinesische kleinere Elektroautobauer noch dazu. Und Sie sehen schon, ich habe ganz anscheinend ein Faible für den Autosektor momentan. Das nicht unbedingt privat, also persönlich interessieren mich Autos nicht besonders. Also mir ist nicht wichtig, welches Auto ich fahre oder sowas, aber als Anleger, als Börsianer oder wie auch immer, da interessiert mich der Autosektor momentan schon, obwohl Autoaktien ja nicht besonders gut laufen momentan, gerade auch chinesische Autoaktien nicht, haben wir ja behandelt am Montag. Autoaktien sind natürlich relativ günstig zurzeit. Auf der anderen Seite, die Gewinne im Sektor gehen zurück, der Sektor ist im Umbruch, es gibt Unsicherheiten, die Elektrofahrzeuge kommen, autonomes Fahren kommt, da weiß man nicht, wie geht das aus für die Hersteller, bleibt da jetzt vielleicht jemand zurück. Teuer wird es auf jeden Fall, das Ganze. Hohe Entwicklungskosten für einen Sektor und es ist auf jeden Fall viel in Bewegung, es tut sich was. Und was wir haben, vielleicht erstmals seit Jahrzehnten, das sind neue Wettbewerber. Tesla ist da ja das Paradebeispiel dafür, ein neuer Elektroautobauer, der die Branche durchrüttelt, und irgendwie hat man schon das Gefühl dadurch jetzt auch bekommen, vielleicht werden ja die Karten im Autosektor nochmal neu gemischt, teilweise zumindest. Und deswegen schauen wir uns heute auch zwei Herausforderer im Elektroautobereich an, Herausforderer aus China, neue Unternehmen, die da entstanden sind. Und es ist auch kein Wunder, dass die gerade aus China kommen, weil es ist enorm viel Geld da in China für solche Technologieunternehmen. China ist der größte Automarkt der Welt und China ist gerade ja auch für Elektroautos der wichtigste Markt weltweit. Und es gibt da jetzt eben auch einige Unternehmen in China mit dem Anspruch, Elektroautos, das machen wir deutlich besser als die klassischen Konzerne. Wir rollen da den Markt auf und da schauen wir uns zwei an heute. Und wir fangen an mit NIO. NIO, Firmensitz Shanghai, hat auch schon Niederlassungen international in USA, in Europa, London, München. Der Börsengang, der war im September und da ist die Aktie hochgeschossen, fast auf 12 Dollar, ist dann aber gleich wieder zurückgegangen. Das ist ja nicht unüblich bei IPOs, erstmal starke Kursschwankungen, und seit Oktober haben wir aber eigentlich eine Seitwärtsbewegung. Die Kursspanne, die war immer so zwischen 6 Dollar und 8 Dollar. Und dazu muss man sagen, für eine China-Aktie in den USA, also in den letzten Monaten auch, da ist das schon eine relativ gute Entwicklung, wenn man sich ansieht, wie da andere China-Aktien so gelaufen ist. Also eine Seitwärtsbewegung, darüber kann man in den letzten Monaten eigentlich noch nicht mal meckern. Und momentan sind wir bei ungefähr 7 Dollar beim Aktienkurs und haben damit einen Börsenwert von 8,5 Milliarden Dollar für NIO. Stellt sich die Frage, ist das viel? Ist es vielleicht sogar zu viel? Jeder vergleicht natürlich die NIO-Aktie mit Tesla. Der Börsenwert von Tesla, das sind 57 Milliarden Dollar momentan, das ist fast das Siebenfache. Tesla ist damit natürlich auch teuer. Der Börsenwert von Tesla, der wird ja auch oft kritisiert, aber Tesla ist auf der anderen Seite natürlich viel größer schon und viel weiter
als Neo. Also stellt sich die Frage, verdient Neo im Vergleich zu Tesla jetzt schon die 8,5 Milliarden Dollar an Börsenwert? Und wenn man das als Anleger bejaht, so für sich selbst, dann natürlich in erster Linie dann, wenn man der Meinung ist, Neo kann auch sowas Ähnliches werden wie Tesla. Vielleicht nicht ganz so groß und nicht ganz so erfolgreich, aber trotzdem ein toller Autokonzern mit Perspektiven, so dass NIO dann vielleicht in Zukunft die Börse genauso fasziniert, wie das Tesla momentan macht. Und wenn das dann so kommt, dann wäre natürlich der Börsenwert voll gerechtfertigt zurzeit, weil über KGV-Bewertungen oder sowas, da müssen wir momentan nicht reden bei NIO. Das ist genauso, wie es bei Tesla immer war. Also NIO ist im Aufbau, NIO wächst, NIO muss viel investieren, NIO verbrennt natürlich auch viel Geld momentan. Also da wird es eben auch, wie das teilweise ja auch fast schon üblich ist im Sektor, da wird es keine großartigen Gewinne geben die nächsten Jahre. Was hat NIO? NIO hat ein Modell, ein Elektroauto, das ist der ES8 und der wird schon verkauft in China seit Juni. Die Stückzahlen sind noch sehr klein, aber es geht aufwärts. 2018 sind insgesamt verkauft worden über 11.000 Autos und davon allein im Dezember 3.300. Also wir haben schon schöne Steigerungsraten beim Absatz, auch wenn es von einem niedrigen Niveau aus ist. Und das hier, das ist der ES8. Das ist ein Bild von der Firmen-Homepage, das ist ein SUV, der ist ziemlich groß, ist ein Siebensitzer mit drei Sitzreihen und der ist auch nicht billig. Der Verkaufspreis vor Subventionen, also vor dem, was dann zurückkommt für einen Käufer, der ist ungefähr bei 65.000 Dollar. Das ist also nichts für einen Massenmarkt, sondern es ist ein Premium-Fahrzeug und ist auch preislich in einem Bereich, in dem sich auch Tesla befindet in China mit seinen teureren Modellen zumindest. Und wie geht NIO vor? Was ist da die Strategie? NIO versucht mehr oder weniger, dass man sich da absetzt von anderen Autoherstellern, dass man da ganz anders auftritt, dass die Marke sich ganz anders präsentiert. Und das sieht man vor allem an den NIO Houses, den sogenannten. Das sind die Verkaufsstätten, die Showrooms, davon gibt es 26 inzwischen, 70 sollen es mal werden, Ende dieses Jahr. Das hier ist der in Dongguan. Also es ist immer in den Großstädten die NIO Houses und immer in den besten Lagen auch, also zentral gelegen und von der Idee her ist es eher so ein schickes Clubhaus. Also man ist da unter sich, man wird da betüttelt vom Unternehmen und es wird einem da ein Lebensgefühl auch eher verkauft. Wir sind modern, wir sind erfolgreich, wir sind umweltbewusst und anscheinend kommt das bei der Zielgruppe zumindest ganz gut an, bei der chinesischen Zielgruppe. Und die 11.000 Autos, die man verkauft hat, klar, die sind Erfolg, das wird aber sicherlich mehr werden im neuen Jahr jetzt. Und was auch wichtig ist in dem Zusammenhang, im Juni, da kommt das zweite Modell raus. Das ist der ES6, den haben wir hier. Und meiner Meinung nach, der ES6, der ist attraktiver als der ES8. Der ist kompakter, der Preis ist so bei 44.000 Dollar, also es ist immer noch nicht wirklich billig, aber es ist zumindest günstiger, können sich mehr Leute leisten schon mal als den ES8 und er hat aber auch schon was zu bieten. Also was wir zum Beispiel haben, was ungewöhnlich ist, zwei Motoren. Einer für den ganz normalen Alltag, wo man so durch die Stadt fährt und zusätzlich noch ein Hochleistungsmotor, der ist für extra Beschleunigung. Mit dem kommt man dann von 0 auf 100 in unter 5 Sekunden, was jetzt vielleicht nicht für jeden Fahrer so wichtig ist, aber was relativ wichtig ist, Reichweite liegt bei 510 Kilometern und das ist für viele Fahrer schon wichtig, dass man eben weiß, man macht auch eine entsprechende Strecke. Und was auch noch sehr wichtig ist bei NIO in dem Zusammenhang Thema Reichweite, das ist der Battery Switch. Die Batterien
Wechselstationen bei NIO. Das heißt, wenn man unterwegs ist und wenn einem der Strom so langsam ausgeht, dann muss man nicht zwingend aufladen, weil das dauert ja relativ lang, sondern man kann an der Wechselstation die Batterie direkt auch tauschen und das geht relativ schnell. Das dauert ungefähr 5 Minuten und ich habe Ihnen jetzt hier auch mal einen Link beigefügt. Da können Sie sehen, wie so ein Wechsel aussieht in der Batterie-Wechselstation bei einem ES8. Man muss das natürlich nicht machen. Also normalerweise lädt man die Batterie ganz normal auf wahrscheinlich. Aber wenn man dann eben unterwegs ist auf langen Strecken, dann kann man die Batterie schnell tauschen. Das ist die Idee und das nimmt natürlich den Kunden die Angst, dass sie nicht so richtig weiterkommen mit ihrem Elektroauto, dass sie da weniger mobil sind als mit einem konventionellen Fahrzeug. Und meiner Meinung nach ist das wegweisend. NIO sind nicht die einzigen, die das haben in China. Und dieses ganze Netz an Wechselstationen, das muss natürlich auch noch ausgebaut werden. Aber es gibt jetzt zum Beispiel, was ganz interessant ist, an der G4 Autobahn, wenn Sie da entlang fahren, da ist die Batteriestationsversorgung, also der Batterietausch, abgedeckt jetzt schon auf über 2000 Kilometer Strecke. Und das ist viel wert, wenn Sie da mit dem Elektroauto über Land fahren. Insgesamt bis Ende nächstes Jahr sollen 1100 Stationen kommen, solche Batteriewechselstationen. Das wird sicherlich auch noch mal teuer, da muss auch investiert werden. Aber meiner Meinung nach, dieses ganze System ist schon relativ spannend, auch weil es ein wichtiges Problem löst von Elektroautos, so ein Netzwerk. Und NIO geht das auch an, das auszubauen. Und da hat man dann als NIO-Fahrer eben Zugriff. Und das weiß man auch, bei uns gibt es sowas ja leider nicht. Aber man sieht an diesen Batterienwechselstationen schon, NIO unterscheidet sich durchaus von normalen Elektroautobauern und damit eben auch von Tesla. Mit den Batteriewechselstationen, mit den Autos selbst, die NIO hat und natürlich auch mit dem ganzen Markenauftritt, der ja auch ganz unterschiedlich ist von dem, den andere Autounternehmen haben. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Herausforderer, Byton. Byton bzw. die Future Mobility Corporation. Future Mobility, das ist das Unternehmen. Byton ist die Marke. Und wenn wir die jetzt vergleichen, Byton und NIO, dann sieht es erstmal so aus, als sei Byton noch nicht so weit, aber wie NIO, aber das ist nur auf den ersten Blick so. Also Byton hat noch kein Auto jetzt auf dem Markt. Byton ist auch noch nicht börsennotiert zum Beispiel. Also eine Byton-Aktie, die gibt es jetzt noch nicht, obwohl ich am Anfang gesagt habe, man kann investieren. Bei NIO kann man natürlich direkt investieren in die Aktie. Bei Byton kann man momentan oder könnte man, wenn man das will, indirekt investieren, wenn man so will, vorbörslich. Und da komme ich gleich drauf. Auf jeden Fall bei Byton letzte Finanzierungsrunde, da sind 200 Millionen Dollar reingeflossen. Jetzt soll eine neue Finanzierungsrunde kommen. Das werden noch mal mindestens 500 Millionen Dollar, was man so hört. Und damit ist dann in dieser neuen Finanzierungsrunde Byton schon bewertet mit mindestens 4 Milliarden Dollar. Weil es ist jetzt schon klar, Byton verkauft vielleicht noch keine Autos, aber Byton trotzdem, Byton wird groß. Byton ist auch groß gedacht. Zum Beispiel die Fabrik in Nanjing, die wird gerade gebaut und die hat eine Kapazität von 100.000 Autos pro Jahr und zwar erstmal. Und die ist aber jetzt schon so ausgelegt, dass sie schnell erweitert werden kann auf 300.000 Autos pro Jahr. Und das sind dann schon Größenordnungen. Und Byton hat auch jetzt schon zum Beispiel 1.500 Mitarbeiter weltweit in der Entwicklung und im Design und so weiter. Und wenn Byton an die Börse geht, das ist angedacht, wenn das dann kommt, 2020, 2021, dann bin ich mal eigentlich relativ sicher, wir werden da einen Börsenwert haben, der über dem von
NIO liegt, also möglicherweise 10 Milliarden Dollar oder sowas, eventuell sogar noch mal deutlich drüber. Das ist zumindest meine Einschätzung, meine persönliche Meinung. Und insofern kann es schon interessant sein, wenn man sich jetzt einkauft bei Unternehmen, die in Byton investieren. Ein Kandidat, das ist aber sehr theoretisch, das wäre Tencent. Tencent ist übrigens bei Byton und bei NIO investiert, ist bei beiden beteiligt, aber das macht nicht viel Sinn, da jetzt bei Tencent einzusteigen, weil man sagt, Tencent profitiert eventuell vom Byton-Börsengang. Tencent ist riesig, Tencent hat einen Börsenwert von 400 Milliarden Dollar, da spielt Byton nicht die große Rolle. Aber es gibt ein kleines Unternehmen in China und das ist auch bei Byton Aktionär der ersten Stunde. Und in das Unternehmen kann man direkt investieren über den Aktienmarkt und bei dem Unternehmen macht es eben schon viel aus, ob Byton eine hohe Börsenbewertung haben wird an der Börse eines Tages oder nicht. Und außerdem die Aktie von dem Unternehmen, die ist günstig bewertet, so wie es bei vielen China-Aktien ja momentan ist. Wir haben da ein KGV von unter 5. Und was das für eine Aktie ist, das können Sie nachlesen nächste Woche im Zukunftsmärkte-Report. Der Report, der ist gratis. Das ist der Newsletter von uns zu spannenden Einzelaktien und zu spannenden Märkten in den Schwellenländern hauptsächlich. Der kostet Sie gar nichts, der Report. Sie müssen sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte. .de und nächste Woche, wie gesagt, da geht es um den Byton-Investor aus China mit einem KGV von 5. Wenn Sie jetzt zu spät dran sind, wenn Sie dieses Video zu spät sehen, das macht nichts, trotzdem anmelden, weil wenn Sie den Beitrag nicht direkt bekommen, dann schauen Sie sich einfach im Archiv an. Also einfach anmelden, www.zukunfts-märkte.de. Was muss man noch wissen zu Byton? Also Byton wird ein großes Unternehmen. Byton wird hochgezogen von Investoren, die finanzstark sind. Das Geld kommt aus China. Die Produktion wird in China sein erstmal. Aber Byton soll auch sehr schnell international werden. Und sobald das erste Auto auf den Markt kommt, soll es auch ganz schnell in den USA und in Europa verkauft werden. Und es ist auch vom Management her jetzt schon ein sehr internationales Unternehmen, vor allem mit etlichen Autoleuten, wichtigen Autoleuten aus Deutschland. Byton ist eigentlich relativ deutsch. Der CEO, Dr. Carsten Breitfeld, der war früher bei BMW. Dann haben wir Dr. Daniel Kircher, das ist der Präsident von Byton, früher Infinity. Also es ist ein sehr international ausgerichtetes Unternehmen mit einer gewissen deutschen Note auch und die Designabteilung zum Beispiel, die ist auch überwiegend in München beispielsweise. Und was wird das erste Auto von Byton? Das wird der M-Byte, der ist jetzt auch noch mal gezeigt worden auf der CES in Las Vegas, ist ein SUV, Allrad-SUV, Reichweite auch so 500 Kilometer und der kommt auf den Markt Ende 2019. Das Bild hier ist auch von Byton selbst und für den M-Byte gibt es schon jetzt 40.000 Bestellungen und der kostet ungefähr auch so 45.000 Dollar, also ungefähr so viel wie der ES6 von NIO. Das ist auch nicht geschenkt, aber es ist attraktiv und es ist ein relativ vertretbarer Preis und wahrscheinlich gibt es den M-Byte dann auch bei uns nächstes Jahr oder allerspätestens übernächstes Jahr, zumindest ist es so angedacht. Und was da am meisten auffällt, worüber alle schreiben beim M-Byte, das ist die Innenausstattung. Was man da gleich sieht, Riesenbildschirm unter der Frontscheibe direkt und dann ein Display auf dem Lenkrad, Display zwischen den Sitzen, auf dem
für die Rücksitze oder an den Rückseiten der Sitze. Da gibt es auch nochmal Displays für die Fahrer, die hinten sitzen. Und darum geht es auch bei Byton im Prinzip um Vernetzung, um digitale Dienste. Also Byton setzt da ganz stark drauf. Also im Westen, da soll zum Beispiel Alexa reinkommen oder in China eben dann der Sprachassistent von Baidu und ganz viel anderer ja, Schnickschnack, den es eben so gibt in der digitalen Welt. Das kennt man natürlich auch von anderen Autos. Aber bei Byton, da wird das ganz konsequent umgesetzt. Man kann schon sprechen von einem Smartphone auf Rädern mit Allradantrieb eben. So, das waren unsere zwei Tesla-Herausforderer aus China. Und wir haben gesehen, von der Technik und vom Preis her auch im Tesla-Bereich, also den Massenmarkt, den adressiert man da nicht, den überlässt man anderen, wie BYD beispielsweise. Man ist eher im Premium-Bereich, eben auch was die Technologie betrifft und was einen Markenauftritt auf betrifft. Da sind die beiden Unternehmen ganz klar Tesla-Konkurrenten. Aber es geht am Ende ja auch nicht darum, nur wie man sich schlägt gegenüber Tesla, sondern auch gegenüber allen anderen Autobauern, sowohl chinesische als auch internationale, die jetzt natürlich auch immer mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen werden in China. Und ich habe es schon öfter gesagt, das wird nicht ganz leicht, der chinesische Elektroautomarkt die nächsten Jahre. Der Wettbewerb wird sicherlich hart, aber was wir haben, als Anleger bei NIO und bei Byton, wir haben Unternehmen, wir haben neue Unternehmen, die interessant sind und die sicherlich auch die Fantasie beflügeln können, der Anleger. Darauf kommt es ja oft an am Markt bei so Aktien wie NIO beispielsweise, dass man da so wie Tesla als Anleger auch eine Vision hat und im Idealfall auch gute Wachstumsperspektiven. NIO, die werden gehandelt in den USA. Wertpapierkennnummer ist A2N4PB. Byton, wie gesagt, nicht handelbar, außer vielleicht indirekt über den Byton Investor, den kleinen, den wir Ihnen auch nächste Woche im Zukunftsmärkte-Report vorstellen. Und ganz allgemein zum China-Automarkt, schauen Sie sich da an, zum Beispiel unseren Beitrag von Geely und von BYD vom Montag. Und demnächst bringen wir hier außerdem wieder ein Update zur Alibaba Group und einen Beitrag zum Streaming-Markt in China. Wenn Sie das interessiert, loggen Sie sich ein bei uns und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dann auch immer gleich die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung, wenn dann die neuen Beiträge da sind. Bleiben Sie dran, ich würde mich freuen. Wir sind gerade, was China betrifft, in einer interessanten Phase. Es gibt viele chinesische Wachstumsaktien und die Bewertungen sind eigentlich momentan günstig. Nutzen Sie die Chance. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg immer mit Ihren Geldanlagen, mit Ihren Investments und wie immer auch herzlichen Dank fürs Zuschauen.